Eine riesen Dildo-Statue namens Moby Dick schmückte eigentlich immer den bekannten Sexshop. Nun wurde sie aber entwendet von einem dreisten Dieb, der immer noch nicht gefasst wurde. Ein Video hat den Moment des Diebstahls sogar festgehalten. Was sich der Mann genau von der Statue nun erhofft, ist fraglich. Denn einen Abnehmer dafür zu finden, könnte sich als schwierig erweisen. Immerhin, die Statue soll laut aktuellen Angaben rund 1200 Dollar wert sein. Wenn man die zum Shop zurückbringt, soll sogar 2000 Dollar Finderlohn eingestrichen werden können. Man könnte den Dildo also tatsächlich nun zurückbringen und hätte sogar noch Gewinn gemacht. Ebenfalls würde sich ein Kauf lohnen, denn dann macht man immerhin noch 800 Dollar plus.